So. So. Das Glas ist schon mal voll, Sebastian. Mit jedem Glas wird es lustiger hier. Ja. Nee, aber so ein Rotwein hat ja auch was Gesundheitsförderndes. Ja. Gibt eine runde, schöne Hautfarbe. Solange man noch sprechen kann, dann ist alles gut. Ja, wir haben wieder ein schönes Rotweinthema. Und zwar soll es heute um die Haltbarkeit beim Rotwein gehen. Und stelle ich mal das Glas weg und beginne mit dieser Flasche, weil der hat mich absolut fasziniert vor einigen Wochen. Der Terra von Conte Zecca aus Apulien, dieser schöne Rotwein, ist gar nicht teuer. Da habe ich vor kurzem mal einen 2005er Jahrgang, den wir hier gut eingelagert haben, im Keller probiert. Und der Wein hat wirklich verblüffend geschmeckt. Noch so eine tolle Fruchtnote, rund, vollmundig, einfach perfekt, ja, muss ich sagen. Und das ist ein Wein, der 14, 15 Euro kostet. Was sagt das über die Haltbarkeit aus? Grundsätzlich, gehen wir mal weg von dem Wein hier, gibt es Rotweine, die trinkt man frisch, sind eher so fruchtige, leichte Rotweine, die genießt man frisch und die lagert man auch nicht ein. Die sind trotzdem, sagen wir, 2 bis 3 Jahre auf jeden Fall haltbar, sollten dann aber auch wirklich genossen werden, weil dann werden sie mit Sicherheit nicht mehr besser. Ich habe hier mal ein schönes Beispiel. Wir können mal anfangen mit Domaine Muret, einem sehr guten Weingut im Elsass. Die haben einmal einen, da müssen wir hier rechts anfangen, einen Wein, er ist immer Spätburg und immer Pinot Noir. Der eine nennt sich Signature, das ist sozusagen der Einstiegswein. Dann steht einmal Côte de Rouffach auf dem Etikett und dann Clos Roland-Lin. Das ist einmal die Basisvariante und dann 2 Lagen. Sol und La ist die Spitzenlage und tatsächlich ist es so, dass die Lage dann auch und der Ertrag die Qualität des Weins beeinflussen und dadurch, umso besser die Lage, umso haltbarer, umso länger könnte man den jetzt auch einlagern. Hier Sol und La sagt man schon wirklich 10 bis 15 Jahre. Aber Pinot Noir an sich ist eigentlich nicht so gemacht für die Lagerfähigkeit, für die lange Lagerung. Eine Rebsorte, die sich da deutlich besser eignet, ist Cabernet Sauvignon. Haben wir hier beispielhaft von Casa do Lago aus Portugal. Eine, der kommt aktuell mit dem 2011er Jahrgang auf den Markt. Cabernet Sauvignon hat dickere Schalen, dadurch mehr Tannine auch. Der Wein lagert nochmal 2 Jahre im Eichenholzfass und das fördert alles den Tanningehalt und damit auch das Lagerpotenzial. Hier 10 bis 15 Jahre durchaus möglich. Ja, den Wein hier hatten wir schon. Dann kommen wir noch zum ganz großen Anbaugebiet in Frankreich. Châteauneuf-du-Pape sind auch, das weiß man eigentlich, Weine, die für, da sagt man oft, die brauchen 10 Jahre, bis sie überhaupt mal gut schmecken. Also man sagt hier so 10 bis 15 Jahre, dann haben die so ihr Optimum erreicht. Und dann geht es vielleicht auch wieder langsam bergab, aber haltbar. Wir haben vor kurzem mal einen 59er Jahrgang hier probiert und der hat nicht mehr so geschmeckt, natürlich wie ein 10 Jahre alter, aber war immer noch genießbar, auf jeden Fall ist noch nicht umgekippt. Also das zeigt so, wie unterschiedlich die Haltbarkeit beim Rotwein sein kann. Also teilweise muss man ein bisschen Geduld mitbringen, bis dann das edle Tröpfchen auch dann die richtigen Aromen entfaltet hat, wa? Ja, an der Stelle können wir nur noch sagen, die Geduld hast du nicht. Also zum Wohl, weg damit.